Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Crazy Sports Augsburg. Heute mit mir Sophie. Wir machen eine Übung, die ihr locker einfach mal daheim mit einbringen könnt. Als Übung, um eure Füße und die Wahrnehmung und die Sensibilität der Füße etwas zu stärken, um vielleicht die eine oder andere Übung aus unseren anderen Tutorials verbessern zu können. Ihr braucht eigentlich nichts anderes als eine stabile, nicht rutschige Unterlage, in dem Fall jetzt unsere Matte, und euch selbst. Ich stelle mich relativ eng zusammen, schaue, dass ich hier mit meinen Zehen recht fest schon in der Matte stehe, gerade die auch so ein bisschen ein, schaue, dass ich ganz gerade stehe, der Kopf in Verlängerung ist, das Becken aufgerichtet, die kleine Bauchspannung, die Grundspannung da ist, die Hände bleiben locker hängen und dann fange ich an, indem ich fürs Erste nach vorne gehe, so weit wie es geht, ohne dass ich die Fersen anheben und nach hinten, ohne dass ich jetzt hier nach hinten kipp, sondern die Spannung halte und die Zehenspitzen auf dem Boden bleiben. Dann geht es in die Mitte, einmal nach links und nach rechts und wieder in die Mitte nach vorne, nach hinten. Das Ganze nennt sich auch Baum im Wind, weil man wie ein Baum fest verwurzelt stehen bleibt und sich so ein bisschen im Wind hin und her neigt. In der zweiten Stufe, die zeige ich euch jetzt von der Seite, dann seht ihr noch ein bisschen mehr von der Bewegung, wäre es, die einzelnen Bewegungsrichtungen flüssig zu verbinden. Das heißt, ihr fangt nach vorne an, geht dann zur Seite, nach hinten, wieder zur Seite und nach vorne. Also leichte Kreisbewegungen. Versuchen, die Spannung festzuhalten, die Zehenkrallen fest in die Matte oder auch in die andere Richtung kreisen, die Schulterblätter auf Spannung halten, die Schultern bleiben tief locker. Und die dritte Variante, wobei ihr da wieder anfängt in den einzelnen Richtungen, wäre mit geschlossenen Augen. Das macht ihr bitte wirklich nur, wenn ihr euch schon sicher fühlt oder euch sogar vielleicht links und rechts abstützen könnt. Da hier das Blickfeld komplett wegfällt, weil ihr die Augen ja geschlossen habt und ihr euch somit viel mehr auf die Füße konzentrieren könnt, wir das ja aber so selten oder sehr selten im Alltag machen und deswegen vielleicht etwas mehr ins Wackeln kommen können. Der Übung sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, außer euer Durchhaltevermögen. Versucht euch einfach daran, die Füße ganz fest in die Matte zu drücken. Auch gerne mal einfach so während dem Alltag. Wichtig dabei ist nur, dass ihr wirklich barfuß seid. Also vielleicht in der Früh beim Zähneputzen oder abends beim Zähneputzen mal so ein bisschen mit Bäumchen im Wind noch spielen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß dabei. Hinterlasst uns ein Like und schaut doch mal auf Facebook oder Instagram vorbei.